Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Nachdem wir uns jetzt einigermaßen intensiv mit Binärbäumen beschäftigt haben oder generell mit Bäumen beschäftigt haben, insbesondere natürlich mit den Suchbäumen, wollen wir jetzt in diesem Video uns noch zu guter Letzt angucken, wie wir solche Bäume strukturiert durchlaufen können, eben das sogenannte Traversieren von Bäumen uns angucken. Dabei geht es also darum, dass wir einen Baum zum Beispiel eben ausgeben können. Wir hatten das für die To-String-Methode im letzten Video schon gesehen und wir wollen das jetzt ein kleines bisschen allgemeiner betrachten. Es gibt nämlich verschiedene Arten, wie man solche Bäume durchlaufen kann und nicht nur Binärbäume, sondern auch andere Bäume. Aber wir konzentrieren uns vor allem natürlich auf unsere Suchbäume. Beim Traversieren geht es also darum, dass wir eben in einem Prozess alle Knoten des Baumes nacheinander besuchen und das muss man eben irgendwie strukturiert natürlich machen, damit wir sicher gehen, dass wir auf der einen Seite keinen Knoten vergessen und auf der anderen Seite keinen Knoten mehrfach ausgeben. Man kann drei verschiedene Arten von Durchläufen unterscheiden, und zwar die sogenannte In-Order-Traversierung, die Pre-Order und die Post-Order-Traversierung. Alle drei werden wir uns im Rahmen dieses Videos hier angucken. Die In-Order-Traversierung hatten wir schon im letzten Video gesehen, weil wir nämlich da eben genau einen Suchbaum damit ausgegeben haben innerhalb unserer To-String-Methode. Und die sorgt eben dafür, dass eben bei einem binären Suchbaum zumindest, man kann solche Traversierungen wie gesagt auch auf andere Bäume anwenden, aber bei einem binären Suchbaum sorgt sie eben dafür, dass die Einträge sortiert nach Schlüsseln ausgegeben werden. Ich mache hier jetzt eine etwas vereinfachte Darstellung unserer Bäume. Und zwar sind hier nur die Schlüssel dargestellt. Die Werte müssen wir uns so vorstellen, dass die sozusagen in diesen Knoten irgendwie mit drin liegen. Die interessieren uns aber nicht, wie wir das schon beim letzten Video gesehen haben, sondern uns interessieren nur die Schlüssel. Deshalb stehen auch nur die hier drin. Und die Schlüssel sind hier jetzt einfach ganz einfache kleine Zahlen, die wir hier haben. Keine Wörter oder so, sondern ich habe hier einfach mal Zahlen reingeschrieben. Und mit denen können wir jetzt eben gleich arbeiten. Das heißt also, die In-Order-Traversierung müsste jetzt eine sortierte Zahlenfolge hier ausgeben. Also 2, 4, 5, 7, 13, 14, 16, 19 und so weiter und so fort. Und dafür müssen wir irgendwie sorgen, denn der Baum selber gibt das ja anscheinend erstmal so nicht her. Für Bäume beliebiger Ordnung, also mit nicht nur Binärbäume, sondern Bäume, wo jeder Knoten beliebig viele Nachfolger haben kann, gibt es zwei Arten der Traversierung, die in Frage kommen, nämlich zum einen die Pre-Order-Traversierung und zum anderen die Post-Order-Traversierung. Und nur bei Binärbäumen ergibt auch die In-Order-Traversierung Sinn. Wie sieht das jeweils aus? Oder warum heißen die überhaupt Pre-Order, Post-Order und In-Order? Nun, sie unterscheiden sich einfach an der Stelle, an der die Ausgabe des Wertes des aktuellen Knotens, also der Wurzel des jeweiligen Teilbaums, erfolgt. Bei der Pre-Order-Traversierung sieht es so aus, dass sobald wir die Wurzel eines Teilbaums sehen, wir diese Wurzel als allererstes ausgeben, also den Knoten, den wir gerade betrachten, und sagen dann, jetzt gib anschließend den linksten Teilbaum aus, den du hast, dann den nächsten Teilbaum beim Binärbaum also, hieße das, gib zunächst den linken Teilbaum, dann den rechten Teilbaum aus. Bei der Post-Order-Traversierung machen wir das andersherum. Da besuchen wir zunächst den linken Teilbaum und sagen, gib den kompletten linken Teilbaum aus, gib anschließend den nächsten Teilbaum aus, bei einem Binärbaum also den rechten Teilbaum. Wenn wir natürlich noch mehr Teilbäume hätten, würden auch die zwischendurch ausgegeben werden. Und zu allerletzt, erst wenn sämtliche Teilbäume ausgegeben wird, dann kümmere dich um dich selber und dann gib dich also selber aus, du Knoten, also die Wurzel dieses Teilbaums, du bist als allerletzte dran. Bei der In-Order-Traversierung, das ist das, wie wir es beim letzten Mal schon gesehen haben bei der To-String-Ausgabe, da machen wir es eben so, dass wir erst den linken Teilbaum ausgeben, dann die Wurzel des Teilbaums und dann den rechten Teilbaum. Das wollen wir uns jetzt einmal kurz am Code angucken, wie sich das da darstellt und dann auch an einem Beispiel jeweils durchspielen. Der Code also, den wir hier haben, in Order, vergleicht das mit der To-String-Methode vom letzten Mal, dann werdet ihr sehen, dass das fast das gleiche ist, was hier steht. Sieht so aus, dass wir eben, der interessante Teil befindet sich innerhalb der if-Abfrage, in dem Fall this.isLeaf gleich false, also wenn es sich nicht um ein Blatt handelt, soll das bedeuten an dieser Stelle. Dann folgen hier eben diese drei Anweisungen, nämlich zunächst einen In-Order-Durchlauf von dem linken Teilbaum zu machen, dann den Schlüssel selber auszugeben und dann den rechten Teilbaum auszugeben. Wir geben hier nur die Schlüssel aus und keine Werte. Es ist aber eine Kleinigkeit, das zu ändern, wenn wir tatsächlich einen Suchbaum hätten, also wenn wir das Ding wirklich für irgendetwas Sinnvolles verwenden würden. Was bedeutet das jetzt, wenn wir diesen Baum hier haben? Das bedeutet, wir steigen in der Wurzel hier oben ein. Ich mache das so, dass ich die einzelnen Knoten immer so ein bisschen ausblaue hier, in dem Moment, wo wir anfangen, sie zu besuchen, also wo der Knoten gewissermaßen aktiv wird. Jetzt sehen wir also, die 19 ist aktiv, die ist im Moment am Arbeiten. Und was muss die nun machen? Nun, das steht ja hier links in dem Code. Sie muss als allererstes für ihren linken Teilbaum den einen entsprechenden In-Order-Aufruf starten. Das heißt, der Teilbaum, der jetzt aktiv wird, ist der, der mit der 7 beginnt. Was macht dieser Teilbaum nun? Der sagt wiederum seinem linken Teilbaum, du musst bitte schön aktiv werden. Das heißt, der Teilbaum, der mit der 4 beginnt, wird jetzt aktiv. Der sagt wiederum seinem linken Teilbaum, er soll aktiv werden. Also wird der
Teilbaum mit der Wurzel 2 aktiv. Und der überprüft jetzt als allererstes, das hatte ich eben immer weggelassen, weil ich gesehen habe, dass es keine Blätter sind, mit denen wir es zu tun haben. Aber das ist immer das allererste, was stattfindet. Ich muss immer überprüfen, handelt es sich um ein Blatt. In diesem Fall handelt es sich um ein Blatt. Und das heißt, es findet kein weiterer Aufruf von irgendwelchen Teilbäumen statt. Es gibt ja auch keine Teilbäume, die hier drunter sind. Und das heißt, jetzt kann sich der Knoten selber ausgeben. Das ist also die zweite Zeile, die wir da in diesem In-Order-Durchlauf sehen. Also der Knoten selber hängt sich an die Zeichenkette in diesem Fall an oder gibt sich aus oder wie immer wir das hier jetzt halt genau betrachten wollen. Und in dieser Farbe markiere ich immer einen Knoten, sobald er sich ausgegeben hat. Wir sehen jetzt, dass der Knoten 2 damit fertig ist. Der hat ja auch keinen rechten Teilbaum, ist ja ein Blatt gewesen. Also geht er jetzt als nächstes her und gibt die Kontrolle an den ihn aufrufenden Knoten zurück. Das heißt, er sagt jetzt so, ich bin fertig, jetzt bist du, liebe 4, du bist wieder am Zug. Was macht die jetzt? Nun, die gibt sich als allererstes selber aus, so steht es da ja. Nach dem In-Order-Aufruf des linken Teilbaums soll sie sich selber ausgeben. Und anschließend startet sie einen In-Order-Aufruf für den rechten Teilbaum. Das heißt, jetzt wird der Knoten 5 oder der Teilbaum, der die Wurzel 5 hat, als nächstes aktiv. Die 5 stellt wiederum fest, ich bin ein Blatt, also habe ich keinen linken Teilbaum und keinen rechten Teilbaum, also kann ich mich kurzerhand selber ausgeben und kann jetzt wiederum die Kontrolle an die 4 zurückgeben. Die 4 sagt jetzt, okay, ich habe meine Arbeit getan, ich habe ja meinen linken Teilbaum ausgegeben, ich habe mich ausgegeben, ich habe meinen rechten Teilbaum ausgegeben, also kann ich jetzt die Kontrolle an die mich aufrufende Stelle zurückgeben, sprich an die 7. Sie gibt die Kontrolle also an die 7 zurück und die 7 sagt, mein linker Teilbaum ist fertig, jetzt kann ich mich um mich selber kümmern. Dann muss ich meinen rechten Teilbaum aufrufen, das heißt, sie gibt jetzt die Kontrolle an die 14 ab, also an den Teilbaum, der mit der 14 beginnt, ab. Die stellt wiederum fest, ich bin kein Blatt, sondern ich habe noch Nachfolger. Also muss ich zunächst meinen linken Teilbaum aufrufen. Das ist der Knoten 13, der Teilbaum, der mit der 13 beginnt. Die guckt wiederum nach, stellt fest, ich bin ein Blatt. Also muss ich keinen linken Teilbaum aufrufen. Ich kann mich selber ausgeben. Ich muss auch keinen rechten Teilbaum aufrufen. Anschließend bin ich fertig und gebe die Kontrolle an die 14 zurück. Die 14 kann sich nun, nachdem ihr linker Teilbaum ausgegeben ist, selber um sich selber kümmern. Und ruft anschließend den Teilbaum mit der 16 auf. Und da geht das gleiche Spiel wieder los. Das ist ein Blatt, also gibt sie sich selber aus. Fertig. Jetzt gibt die 16 die Kontrolle an die 14 zurück, also an den Teilbaum, der mit der 14 beginnt, zurück. Der Teilbaum 14 sagt, ich bin fertig, ich habe meinen linken Teilbaum ausgegeben, ich habe mich ausgegeben, ich habe meinen rechten Teilbaum ausgegeben, also gebe ich die Kontrolle an den Teilbaum, der mich aufgerufen hat, zurück. Das war die 7. Die 7 stellt fest, ich habe meinen linken Teilbaum ausgegeben, ich habe mich ausgegeben, ich habe meinen rechten Teilbaum ausgegeben, also gebe ich die Kontrolle an die mich aufrufende Stelle zurück. Das ist die 19 gewesen. Die 19 sagt, ich habe meinen linken Teilbaum ausgegeben, dann muss ich mich wohl jetzt mal selber ausgeben und jetzt kann ich meinen rechten Teilbaum ausgeben. Das heißt, sie gibt die Kontrolle an die 25 weiter. Und so geht das Spielchen jetzt weiter. Die 25 gibt die Kontrolle an die 22 weiter, die 22 an die 20. Die 20 stellt fest, sie hat keine Nachfolge, also kann sie sich selber ausgeben, gibt die Kontrolle an die 22 zurück, die sich daraufhin ausgibt. Die gibt die Kontrolle an ihren rechten Teilbaum weiter. Dieser stellt wiederum fest, dass er keine Nachfolge hat, also kann er sich selber ausgeben, gibt die Kontrolle an die 22 zurück. Die 22 gibt die Kontrolle an die 25 zurück. Die 25 gibt sich aus und ruft ihren rechten Teilbaum auf. Das ist die 29. Die hat noch Nachfolger, also ruft sie ihren linken Teilbaum auf. Das ist die 26. Die 26 ist ein Blatt, gibt sich also aus. Die 29 weiß jetzt, dass sie ihren linken Teilbaum ausgegeben hat, kann sich also selber ausgeben. Dann kann sie ihren rechten Teilbaum ausgeben. Das ist die 31. Die gibt sich aus. Und damit ist das Verfahren beendet und der Baum hat sich ausgegeben. In der Reihenfolge, wie wir es oben sehen, da habe ich die Liste einmal aufgeschrieben, wie das jetzt zustande gekommen ist. Und wir sehen, dass die Zahlen in aufsteigender Reihenfolge hier drin stehen. Das ist also das, was eine In-Order-Traversierung für einen Suchbaum liefert, für einen binären Suchbaum. Wie sieht das Ganze nun bei der Pre-Order-Traversierung aus? Nun, da ist die Reihenfolge eine klein wenig andere. Wir können das links im Code nachlesen. Da stellen wir nämlich fest, dass diese drei entscheidenden Zeilen in der If-Abfrage andersherum formuliert sind. Da steht nämlich jetzt zunächst, kümmere dich um dich selber, R gleich this.key, dann hänge deinen linken Teilbaum an und dann hänge deinen rechten Teilbaum an, in der Reihenfolge also. Und das bedeutet, wir machen das gleiche Spiel wie eben, wir steigen an der Wurzel ein, der Teilbaum mit der 19 wird also aktiv und was macht er als allererstes? Er gibt sich als allererstes schon mal aus. Und dann sagt er, und jetzt lieber linker Teilbaum, gib du dich mal aus. Das heißt, sie gibt die 19, der Teilbaum mit der 19, gibt die Kontrolle an den Teilbaum, der mit der 7 beginnt, weiter. Die 7
sagt als allererstes, dann soll ich mich wohl mal ausgeben und rufe meinen linken Teilbaum auf. Das heißt, sie gibt die Kontrolle an die 4 weiter. Was macht die 4? Die 4 gibt sich aus und gibt die Kontrolle an ihren linken Teilbaum weiter. Dann kommt die 2 also ins Spiel. Die 2 ist ein Blatt, das heißt, sie gibt sich kurzerhand selber aus und ist fertig. Die Kontrolle geht an die 4 zurück. Die 4 sagt dann, ich habe mich ausgegeben, ich habe meinen linken Teilbaum ausgegeben, dann muss ich wohl mal meinen rechten Teilbaum ausgeben. Gibt die Kontrolle also an den Teilbaum, der mit der 5 beginnt, weiter. Die stellt fest, sie ist ein Blatt, also gibt sie sich aus und gibt die Kontrolle an die 4 zurück. Die 4 ist jetzt fertig, gibt die Kontrolle also an die 7 zurück. Und die 7 sagt, ich habe mich ausgegeben, ich habe meinen linken Teilbaum ausgegeben, dann muss ich jetzt wohl mal meinen rechten Teilbaum ausgeben. Und macht genau das gleiche Spiel wieder. Das heißt, sie sagt dem Teilbaum mit der 14, gib du dich bitte schön aus. Die 14 gibt sich also aus, gibt die Kontrolle an die 13 weiter. Die 13, weil sie keine Nachfolge hat, gibt sich aus, gibt die Kontrolle an die 14 zurück. Die 14 gibt die Kontrolle an die 16 weiter. Die 16 hat keine Nachfolge, gibt sich deshalb aus, gibt die Kontrolle an die 14 zurück. Die 14 sagt, ich bin fertig, also gebe ich die Kontrolle an die 7 zurück. Die 7 sagt, ich bin fertig, also gebe ich die Kontrolle an die 19 zurück. Dann sagt die 19, ich habe mich ausgegeben, ich habe meinen linken Teilbaum ausgegeben, dann gebe ich jetzt meinen rechten Teilbaum aus. Also gibt sie die Kontrolle an die 25. Die 25 macht dasselbe Spiel. Sie gibt sich aus, sie gibt die Kontrolle an ihren linken Teilbaum weiter. Die 22 gibt sich aus, gibt die Kontrolle an ihren linken Teilbaum weiter. Die 20 ist ein Blatt, gibt sich also aus, gibt die Kontrolle an die 22 zurück. Die gibt die Kontrolle an die 24, die gibt sich aus, sie gibt die Kontrolle an die 22 zurück, sie gibt die Kontrolle an die 25 zurück und die 25 gibt die Kontrolle weiter an die 29. Die 29 gibt sich aus, gibt die Kontrolle an die ihren linken Teilbaum weiter, also an die 26, die gibt sich aus, weil sie ein Blatt ist. Sie gibt die Kontrolle an die 29 zurück, die 29 übergibt die Kontrolle an die 31, die 31 ist ein Blatt, gibt sich aus und fertig. Und jetzt haben wir die Reihenfolge, wie wir sie hier oben aufgeschrieben sehen, 19, 7, 4, 2 und so weiter. Das war die Reihenfolge, wie wir diese Ausgabe jetzt gemacht haben. Das sieht uns nicht nach einer sehr sinnvollen Reihenfolge aus. Ist es in diesem Fall auch nicht. Es gibt durchaus Anwendungen, wo diese Reihenfolge, diese Pre-Order-Traversierung sinnvoll ist. Da komme ich auf der letzten Folie gleich noch drauf zu sprechen. Bleibt zu guter Letzt noch die Post-Order-Traversierung. Wie sieht die aus? Man kann sich fast denken, wenn Pre-Order heißt, dass die Ausgabe des Schlüssels selber vor den beiden rekursiven Aufrufen erfolgt. In-Order bedeutet, dass sie zwischen den beiden Aufrufen erfolgt. Dann wird Post-Order wohl bedeuten, dass sie nach den beiden Aufrufen erfolgt. Und genau das ist der Fall. Das heißt also, wir sehen es im Code links, wir rufen zunächst den linken Teilbaum auf, wir rufen dann den rechten Teilbaum auf und erst zu guter Letzt kümmern wir uns um uns selber. Ganz selbstlos, wie wir nun mal sind. Also, das heißt, die Kontrolle, die 19, hat sie als allererstes. Was macht sie? Sie sagt ihrem linken Teilbaum, gib du dich bitte aus. Also gibt sie die Kontrolle an die 7 und die 7 sagt, dann gebe ich mal die Kontrolle an meinen linken Teilbaum. Und das ist die 4, also der Teilbaum, der mit der 4 beginnt. Die sagt wiederum, ich gebe die Kontrolle an meinen linken Teilbaum weiter, das ist die 2. Die 2 ist ein Blatt, gibt sich also aus und gibt die Kontrolle an die 4 zurück. Bei der In-Order-Traversierung würde sich jetzt die 4 ausgeben. Bei der Post-Order-Traversierung tut sie das aber nicht, sondern jetzt sagt die 4 als allernächstes, ich rufe mal meinen rechten Teilbaum auf. Und dieser ist wiederum ein Blatt, das heißt, der kann sich ausgeben, dieser Teilbaum. Und gibt jetzt wiederum die Kontrolle an den aufrufenden Teilbaum zurück, das heißt an die 4. Und die 4 stellt jetzt halt fest, ich habe meinen linken Teilbaum ausgegeben, ich habe meinen rechten Teilbaum ausgegeben. Jetzt kann ich mich endlich mal um mich selber kümmern. Sie gibt sich also aus. Dann gibt sie ihre Kontrolle an die 7 zurück. Die 7 gibt sich aber eben auch wieder noch nicht selber aus, weil ihr linker Teilbaum zwar abgearbeitet ist, aber ihr rechter Teilbaum noch nicht. Also gibt sie die Kontrolle an den rechten Teilbaum, also die 14. Die wiederum kümmert sich zunächst um ihren linken Teilbaum. Der linke Teilbaum, das ist jetzt ein Blatt, kann sich ausgeben. Dann muss sich die 14 als nächstes um ihren rechten Teilbaum kümmern. Das ist wieder ein Blatt, der kann sich also ausgeben. Jetzt kann sich die 14 um sich selber kümmern. Und jetzt kann sie die Kontrolle wieder an die 7 zurückgeben. Und die wiederum stellt fest, ich habe meinen linken Teilbaum abgearbeitet, ich habe meinen rechten Teilbaum abgearbeitet. Dann kümmere ich mich jetzt mal endlich um mich selber. Gibt sich also selber aus und gibt die Kontrolle an die 19 zurück. Und bei der 19 genau das gleiche Spiel. Ihr linker Teilbaum ist abgearbeitet, aber ihr rechter noch nicht. Also darf sie noch nichts machen. Also gibt sie die Kontrolle an den rechten Teilbaum weiter, also an die 25. Die gibt die Kontrolle weiter an die 22, die gibt die Kontrolle weiter an die 20. Die 20 ist ein Blatt und gibt sich aus. Sie gibt die Kontrolle an die 22 zurück, die 22 gibt die Kontrolle an die 24 weiter. Die 24 gibt sich aus, sie gibt die Kontrolle an die 22 zurück, die sich jetzt auch ausgeben kann. Die wiederum gibt die Kontrolle an die 25 zurück und die darf noch nichts weitermachen, außer die Kontrolle weiterzugeben an die 29.
Die wiederum gibt die Kontrolle an die 26 weiter. Die ist ein Blatt, gibt sich also aus. Die 29 erhält die Kontrolle zurück, gibt die Kontrolle weiter an ihren rechten Teilbaum, das ist die 31, die gibt sich aus. Jetzt sind beide Teilbäume unterhalb der 29 abgearbeitet, das heißt, die 29 kann sich jetzt ausgeben. Die Kontrolle wandert zurück an die 25, die 25 hat ebenfalls alle Teilbäume abgearbeitet, kann sich also jetzt ausgeben. Und jetzt geht die Kontrolle an die 19 zurück und die 19 hat ebenfalls alle Teilbäume abgearbeitet, kann sich jetzt also auch selber ausgeben. Und damit haben wir das letzte Beispiel durchgerechnet. Und die Reihenfolge sehen wir oben nochmal 2, 5, 4, 13 und so weiter. Und die 19, die Wurzel, kommt als allerletztes ins Spiel. Das ist also die Post-Order-Traversierung und auch die sieht uns wieder nicht sehr sinnvoll aus und auch die hat aber durchaus sinnvolle Anwendungen. Wie anfangs schon angedeutet, ist es nämlich so, dass das Traversieren von Bäumen nicht etwa nur bei Suchbäumen Sinn ergibt, sondern auch bei beliebigen anderen Bäumen. Auch sogar bei nicht-binären Bäumen, zumindest bei der Pre-Order- und Post-Order-Traversierung. Aber insbesondere auch bei Binärbäumen. Und hier habe ich als Beispiel einfach mal eine andere Art von Binärbaum aufgemalt. Und dieser Binärbaum sieht so aus, dass hier im Grunde eine mathematische Formel drin steht. In den inneren Knoten, also den Knoten, die Nachfolger haben, da haben wir jeweils arithmetische Rechenzeichen stehen. Und in den Blättern stehen jeweils Buchstaben, sodass wir also hier letztlich eine Formel herausbekommen. Und wenn wir diesen Baum, das spielen wir jetzt nicht durch, das könnt ihr selber mal ausprobieren, wenn wir diesen Baum jetzt in der In-Order-Traversierung durchlaufen, dann erhalten wir den Ausdruck, wie er hier links auf der Folie angegeben ist, a plus b mal c minus d durch e minus f. Allerdings ist das nur die syntaktische Reihenfolge. Das ist nicht das, wie es tatsächlich gerechnet würde, wenn wir das als Rechenoperation auffassen, denn wenn wir das so aufschreiben, würde ja Punkt für Strich gelten. Wenn wir also die Knotenreihenfolge tatsächlich jeweils als Rechnungen begreifen würden, dann müssten wir da überall Klammern drum malen, weil nämlich a plus b hier die erste Rechnung die ausgeführt wird, dann c minus d und dann werden die beiden Werte miteinander multipliziert, dann wird e minus f gerechnet und dann wird der erste eben berechnete Wert durch e minus f geteilt. Das wäre also das, was da sozusagen semantisch steht. Das gibt unser Baum durchaus so her mit dieser vollständigen Klammerung, aber nicht die reine Traversierung, sondern da müssten wir jetzt sozusagen noch weitere Intelligenz reinstecken, wenn das tatsächlich eben sozusagen ein Taschenrechner jetzt sein sollte oder ein Formelgenerator sein sollte. Bei der Pre-Order-Traversierung ist es tatsächlich dann eben so, dass hier ein gültiger mathematischer Ausdruck herauskommt. Ist nur einer, den wir normalerweise nicht so gewohnt sind, der in der Mathematik aber durchaus üblich ist. Es ist die sogenannte polnische Notation oder Präfixnotation, die auf einen polnischen Mathematiker zurückgeht. Und die besteht eben darin, dass immer das Rechenzeichen zuerst genannt wird und dann die beiden Operatoren, die dazugehören. Das heißt, es steht also, es soll geteilt werden. Und was soll geteilt werden? Naja, ein Ausdruck, der mit einem Mal beginnt. Und was soll multipliziert werden? Ein Ausdruck, der mit einem Plus beginnt. Und was soll da addiert werden? A und B. Also sobald da zwei Werte zusammenkommen, können die addiert werden und können jetzt eben eingesetzt werden an die Stelle. Das heißt, A plus B könnte ausgerechnet werden, dann haben wir damit den ersten Faktor zusammen. Und so kann man das entsprechend für den gesamten Ausdruck machen. Analog zu der Präfixnotation, die wir durch die Pre-Order-Traversierung gewinnen können, gibt es auch eine sogenannte Postfixnotation, die wir durch die Post-Order-Traversierung entsprechend natürlich gewinnen können. Die nennt man auch umgekehrt polnische Notation und da sieht das Ganze eben so aus, dass das quasi umgekehrt aufgeschrieben wird. Das heißt, wir haben als allererstes immer die beiden Operanden und danach folgt der Operator, mit dem die beiden verrechnet werden sollen. Deshalb also, wenn wir jetzt das durchlaufen, kommen wir als allererstes a, b plus, c, d minus mal. Und das bedeutet also, zunächst wird a und b werden hergenommen, die beiden Werte werden zueinander addiert und sich gemerkt gewissermaßen. Dann werden c und d voneinander abgezogen, also d von c abgezogen. Den Wert merkt man sich und die beiden Werte sollen jetzt miteinander multipliziert werden, steht da als nächstes. Das ist eine Art von Operation, die man sehr schön mit Kellern umsetzen kann, mit einem Stack, den wir auch schon kennengelernt haben. Und so funktionierten tatsächlich die ersten programmierbaren Taschenrechner, die auf den Markt gekommen sind, von der Firma Hewlett-Packard. Diese Taschenrechner haben immer, oder zumindest weitgehend, ich glaube aber immer, in dieser sogenannten umgekehrt polnischen Notation, kurz auch UPN genannt, gerechnet. Und das ist eben ein durchaus verbreitetes Verfahren, auch wenn uns das als normale Menschen vielleicht nicht so ganz häufig im Alltag begegnet, aber unter Mathematikern und HP-Taschenrechnerbenutzern, wie gesagt, ist die durchaus gar nicht ganz unverbreitet. Damit haben wir jetzt das Thema Traversierung von Bäumen auch erledigt und das heißt, wir haben jetzt also die ganzen Methoden kennengelernt, wie wir eben mit binären Suchbäumen insbesondere unser Wörterbuch umsetzen können, wie wir eine Ausgabe vernünftig hinbekommen mit Hilfe der In-Order-Traversierung. Wir haben dann noch ein wenig theoretisiert
und dabei uns zum Beispiel angesehen, wie wir eben Laufzeitanalysen beispielsweise durchführen können, um die Effizienz von Algorithmen zu bestimmen, und ein paar weitergehende theoretische Überlegungen, wie wir eben zum Beispiel unsere Algorithmen, die wir gerade für das ToString beispielsweise verwendet haben, diese In-Order-Traversierung, wie man die auch verallgemeinern kann, um sie eben auch in anderen Anwendungen nutzen zu können. Damit wollen wir für diese Woche es gut sein lassen und im Grunde genommen auch für dieses Semester es gut sein lassen. Das war der krönender Abschluss gewissermaßen dessen, was wir hier machen wollen. Zum Abschluss also nochmal ein kleines bisschen theoretische Informatik. In der nächsten Woche wollen wir dann das Ganze nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, was wir dieses Semester alles so gemacht haben, und wollen uns dann so ganz allmählich auf die Klausur vorbereiten. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage wie immer Tschüss.